Na Hengst, durfte ich Anfang der Woche einen Besuch abstatten. So viel darf ich sagen, er residiert ja im schönen Moritzburg, dieser Sohn des Millennium Pericles, inzwischen schon hoch erfolgreich, auf dem Weg in die Grand Prix-Klasse, schon längst in der Scherenklasse angekommen, unter Susanne Göbel. Aufnahmen, wie sollte es anders sein, in Moritzburg vor dem wunderschönen Schloss sind wieder entstanden. Das, was du hier bei einigen Hengsten schon diagnostiziert hast, ein Hengst mit unglaublich Präsenz. Ich selber verfolge ihn natürlich intensiver, weil er vor allen Dingen auch in der Trakehnerzucht überragende Bewegungspferde geliefert hat. Ich erinnere mich vor allen Dingen auch an den letzten Hengstmarkt, dort auch in der Jahressiegerstutenschau immer eine sichere Bank. Tolle Bewegungspferde, dieser Freiherr von Stein. Hier ist dieser Trakehnerhauptvererber angepaart mit Rio Tejo, Alabaster, wieder Blut der Bewegungssparte aus dem Hause St. Ludwig und dann Blut über Nobleroi, gezogen von der sächsischen Gestütverwaltung und im Besitz des Gestütes Graditz. Ja, du hast ja gerade auch schon das Gestüt Landgestüt Moritzburg angesprochen. Jetzt hier Züchter und Besitzer die sächsische Gestütsverwaltung. Die Bedeutung der Landgestüte für unsere Zucht ja sehr, sehr wichtig. Mit den großen Hauptgestüten Celle, Warndorf und so weiter. Ich freue mich auch immer wieder, die Vertreter der jeweiligen Landgestüte hier in München zu sehen. Axel ist hier, Astrid ist hier. Eigentlich sind alle da. Alle da, ne? Und auch die Frau Dr. Kathi Schöpke wird heute einfliegen. Ja. Und du bist ja noch viel mehr involviert hier in deine südlich gelegenen Landgestüte. Machst da auch sehr häufig Beiträge, veranstaltest die Hengstschauen. Nein, aber wie gesagt, die Bedeutung für unsere Landgestüte sehr wichtig. Ja, vor allen Dingen in diesen Traditionen Zeiten. Pflegend. Ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn du dir auch die letzten Hengstmärkte mal anschaust. Die Landgestüte sind sehr präsent. Sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass sich doch einige bedeutende große Hengstationen von der Bühne verabschiedet bedauerlicherweise, haben. Bedauerlicherweise, ja. Sehr bedauerlicherweise. Das sicherlich auch eine Chance, nicht nur für die, ich sag jetzt mal, mittelgroßen privaten Hengsthalter jetzt wieder mehr in Erscheinung zu treten. Aber auch für die Landgestüte, ne? Genau. Dass die wieder ihre Bedeutung stärken können, ihre Position stärken können, einfach mit guten Hengsten, die sie anbieten, auch die sie geschickt einkaufen. Auf den letzten Hengstmärkten habe ich das ein bisschen verfolgt. Tolle Hengste eingekauft, gutes Blut in die jeweiligen Regionen bringend. Die Züchteranbindung, genau wie für die Landgestüte, auch für uns sehr wichtig, dass man immer wieder mit guten jungen Hengsten, mit guten neuen Blutströmen die Zucht sichert, die Stutenbasis mit den guten Hengsten verbessert und auch sich der Stutenbasis Bewusstsein, die man da vor Ort hat. Und ja, und die hier ganz besonders interessant, denn diese Stutenbasis ist ja dort in dieser Außenstelle des Gestütes in Graditz zu Hause. Ich war noch nie in Graditz, noch nie. Nein, das leider ist nicht. Eine Bildungslücke. Ja, wir können ja mal gemeinsam, wo wir überall gemeinsam hinwollen. Mal gucken, was dein Mann dazu sagt, ob er uns so viel Zeit gibt. Den können wir ja mitnehmen. Aber Spaß beiseite, da muss man mal hin. Ja. Eine große Stutenherde, beeindruckendes Gestüt, was von Frau Antje Kerber in Zusammenarbeit dort geleitet wird mit der Landstammmeisterin Frau Dr. Kathi. Guck hier, wie wunderbar schreiten. Jetzt sind wir auf diesen wunderbaren Hengst gar nicht richtig eingegangen. Hier in seiner Schrittqualität deutlich überzeugend. Mit viel Ruhe und Übersicht. Gut. So, hier in dieser grau-grünen Gestützuniform, dann wissen wir, Moritzburg war zu Gast. Meine Damen und Herren, das waren die ersten drei Ringe und jetzt gönnen wir Ihnen und uns ein kleines Kaffeepäuschen
Eva werde ich jetzt einen kleinen Cappuccino servieren. Und